But this place may be crawling with spiders. Spinnen wieder. Eine Spitzhacke. Mhm. Danke, dass du mich... Danke, Dr. Watson. Diese Fledermaus hält etwas. Wir sollten sie ablenken, damit sie ihre Flügel öffnet. Kann ich mit einem Feuer... Nein. Hier, Blut. Nein, will sie auch nicht. Schau mal weiter. Fimmelbildszene? Wir brauchen Licht, okay. Ah, da ist eine Lampe. Ist schmutzverkrustet. Das lässt sich nicht mit einem gewöhnlichen Lappen reinigen. Wir brauchen etwas Effektiveres. Können wir es freibrennen? Abhauen. Ah, abhauen ging. Diese Lampe hat schon seit Jahren kein Öl mehr gesehen. Ich glaube, unter dem Geröll am Mineneingang eine Flasche gesehen. Okay, da müssen wir nochmal rein. Raus. Ah, du hast hier was gesehen. Hier, die Flasche Öl. Ein Auge. Das nehmen wir mit. Kompass. Dynamit. Nein, Diamant. Minecart. Blume. Schuh. Rad. Feder. Eidechse. Messer. Stock. Was auch immer. Schlange. Muschel. Muschel. Spitzhacke, Handtasche, Hammer. Hammer habe ich gesehen. Da. Spitzhacke haben wir auch. Tasche. 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 Eine Tasche fehlt. Eine Tasche. Flucht. Wo liegt denn hier eine Tasche rum? Gemein sind immer so Sachen, wo man nach etwas sucht und dann ist es irgendwo eingraviert oder so. Hier zum Beispiel, wenn Löwe dort steht, dann anstatt an der Wand zu sehen, dass da ein Sternzeichen Löwe ist, dann sucht man hier nach einem echten Löwen. Aber hier diesmal die Tasche, hier bei der Seil ist diesmal nix. Ah, hier. Ölkanne. Wunderbar. Zwar ein bisschen später rat, aber ich rate dazu, wenn ich ein Rätsel mache, dass es einfach vorher anhaltet. Ach naja, das geht nicht bei den meisten. Dass man es vorher anhaltet und selbst überlegt. Ja, zur Lampe müssen wir. Öl in die Lampe, Feuer in die Lampe. Ah, die Fackel ist jetzt auch aufgebraucht. Was gibt es hier? Ein neues Wimmelbild. Eidechse, Schuh, Messer oder Knochen. Schloss. Speer? Lol. Was ist denn das? Ein Schädel? Eine Spinne? Eine Hand? Eine Musiknote? Ein afrikanischer Kontinent? Oder ist es Afrika? Ja, das sieht nach Afrika aus. Schnecke? Fisch? Feder braucht man. Ja. Okay, ja, das nehmen wir auch. Kiefer. Kiefer, hier liegen Knochen. Kiefer. Schlüssel, Hundehalsband, Ohrring und Kakerlake. Wo ist denn hier? Ah, da ist eine Kakerlake. Eine Fledermaus. Brauchen wir aber nicht, wir brauchen einen Schlüssel. Da. Wir brauchen noch einen Ohrring und ein Hundehalsband. Was macht denn hier ein Ohrring? Hier ist ein Ohrring. Jetzt fehlt nur das Hundehalsband. Wie sieht jetzt bloß das Hundehalsband aus? Das ist eine Peitsche, oder? Wie sieht das Hundehalsband aus? Wo könnte das sein? Das sieht eher aus wie ein Strick, aber oh, kann man auch einem Hund umlegen. Das sieht auf jeden Fall komisch hier unten aus, also mit den Knochen und so. Vielleicht war hier mal auch irgendwas Grausames. Hey, Hundehalsband, wo bist du?
Möchtest du dich nicht zeigen? Überall Fell. Ja, und Knochen. Wo hast du dein Halsband versteckt? Hündchen? Wo ist dein Halsband? Hier nicht. Toll. Naja, Hilfe. Ja, lol. Ich hätte gedacht, das gehört zur Lampe. War das schon immer da? Verflucht. Ich habe eine Eidechse gefunden. Fledermaus, magst du Eidechsen? Ja, du magst Eidechsen. Was ist das? Ein Wappenstück. Oh, das letzte Wappenstück. It seems that Sir Charles was interested in these mines. Here is the last part of his coat of arms. Which is going to be very useful to us. I can feel it. Ja, dann retten wir den letzten hier. Charles. Here is another piece of the plan. It was indeed in your uncle's possession, Henry. You were right, Holmes, once again. Ah ja, ein Bienenstück. Letztes Schema, dann gehen wir dahin. Ausgezeichnet. Dieses Schema erklärt die Durchführung des Rituals, aber welche Konsequenzen wird es haben? Hoffentlich töten wir den Hund und beenden den Fluch. Handlung erforderlich. Venus, der letzte Planet auf Sir Charles' Sonnensystem. Handlung erforderlich. Genauer hinschauen? Nein. Materialisierung? Ja, wir haben doch in dem Raum noch dieses Sonnensystem. Genau, das haben wir noch nicht beendet. So, fertig. Was ist das jetzt? Ah, ein neues Rätsel, wunderbar. Setze die Goldpunkte auf die Sternspitzen, um alle Sternstrahlen auszufüllen. Beachte, wie sie sich bei jedem zweiten Klick bewegen. Dein Symbol bewegt sich zu einem der hervorgegebenen gegenüberliegenden Strahlen. Ein richtig platzierter Punkt kann nicht mehr entfernt werden. Okay. Check. 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 Ah, Mist. Das war nicht richtig. So, da oben. Da oben. Da oben. Da oben. Mist. So, vielleicht ein anderes. So, dann. Und schon geht's nicht mehr weiter. Verflucht. Wenn ich das so mache und dann. Nein, das wird, glaube ich, nicht viel bringen. So. So. Gut, die drei sind jetzt... Kann ich das so machen? Nein, das ist auch so falsch. Mist, sehe ich jetzt schon falsch. Okay. Eins. Zwei.
Das sieht schon wieder schlecht aus. Habe ich mich schon wieder verbaut hier? Ich fange wieder an. Tja. Sieht jetzt schon wieder falsch aus. Nein, ich will... Genau, sowas. Die verbinden sich da und der verbindet sich mit dem. Haha! Wirklich großartig. Ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht mehr nachvollziehen, was ich da gemacht habe, aber es hat sich richtig angefühlt. Ein Stück Meteorit. Für das Ritual sollten wir uns zur Ritualstelle begeben. The plan we found in the manor corresponds exactly to this place. We only have to follow the instructions to summon the hound. Wollen wir den überhaupt beschwören? And once it's here, how are we going to get rid of it? We know that we have to use the medallion against it, but how? Do not bother us with details, Watson. We will know when the time comes. In any case, we must find all elements needed for the invocation. Okay, wir haben den Meteoriten. Ah, da haben wir die ganzen Felder des Medaillons. Bam, bam, bam. Was, wie, geht nicht? Doch, geht doch. Bam, und noch das Blut. Wunderbar. I can't believe my eyes. The monstrous animal has been reduced to ashes. Dust swept like the wind, like the curse also dissipated. You're out of danger, Sir Henry. What a night, my friends. No doubt it will remain etched in my memory for the rest of my life. Holmes, Dr. Watson, how can I possibly thank you? You've done so much for my family. No need to thank us, Henry. I will spend the next few weeks reconstructing the events of this adventure and trying to find a logical link. However, for me, this work of analysis is already a reward. Well, my friends, if you do not mind, I would not be unhappy to return to our good old city of London. For my part, my reward will be a cup of decent tea and a good day off. Glückwunsch, du hast das Spiel abgeschlossen. Versuch es nun in der Spielstufe schwer. Ah, wir haben es geschafft. Wusstest du, dass du eine Auszeichnung erhältst, wenn du eine Filmsequenz anschaust, ohne sie zu überspringen? Das hast du wirklich verdient. Kinogänge. Toll. Ah, 2 Wochen später in Sherlock Holmes' Büro. He will be here soon. I'm looking forward to seeing him again. My friends, what a pleasure to see you again. We are glad to see you too, Henry. Plus, I think that you have a surprise for us. Ah, Mr. Holmes, it's impossible to surprise you, but perhaps a small clue would be useful. It is a testimony of my gratitude after what you have done for my family. But, Sir Henry, to solve the Baskervilles case was indeed the most delightful reward for a detective like me. Anyway, let me introduce my gift. Introduce? My dear Holmes, let me present to you the terrible hound of the Baskervilles. Oi. Ja, das war's mit Sherlock Holmes und der Hund der Baskervilles. Ein kleines, aber feines Abenteuer aus der Frogware-Schmiede. Einem französischen Entwickler, glaube ich. Ja, von Daedalic Entertainment gepublished. Und ja, das war doch recht unterhaltsam. Also ich fand es nicht schlecht. Die Rätsel, da es noch auf leicht war, waren alle
Ja, sie waren gut. Sie waren zum Glück nicht zu schwer, dass man hier stundenlang vor einem Rätsel rumsitzt. Deswegen habe ich auch leicht gewählt. Die versteckten Gegenstände und alles, die waren größtenteils logisch. Es gab nur vereinzelt ein paar Stellen, wo ich gerade nicht weiter wusste, und da war es sehr hilfreich, dass man so eine Hilfefunktion hatte. Wir haben fast 3 Stunden gebraucht dafür. Interessant. Oh, was gibt's noch zu sagen? Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut, weil ich werde die Ultimate Collection von Sherlock Holmes durchgängig machen. Vermute ich zumindest jetzt schon mal. Also ich habe sie mir nicht zugelegt, nur um hier das Minispiel da zu machen. Ja, und sonst, dann danke ich, dass ihr zugesehen habt und hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Let's Play Sherlock Holmes mit Shadow. Also dann, bis demnächst. Ciao!